Moin Leute und willkommen zu diesem neuen Video, die dritte Folge der Duisburg-Karriere. Und wir haben zwei E-Mails bekommen. Ein Scout-Abschlussbericht zu Todor Nedelev geschickt. Genau. Das ist der ZOM-Spieler. Ohne 67 tatsächlich. Können wir ja mal im Transfer vermerken. Dann können wir auch noch mal ein bisschen dazu kommen. Oh, der ist schon 33. Nee, den, dann, das ist, Leute, es ist unnötig, wenn wir das jetzt machen. Top-Torjäger. Vermey könnte vielleicht dabei sein. Aber wir müssen vor allem wieder ein bisschen was in der Startelf ändern. Erstmal kommt wieder Stoppelkamp nach vorne. Stoppelkamp kommt nicht nach vorne. Stoppelkamp kommt dahin. Dann vorne kommt wieder. Wo haben wir ihn denn? So, wir versuchen mal keine Ausrufezeichen dahin zu bekommen. Innenverteidiger. Na, das geht gerade nicht anders. So müssen wir es rein theoretisch wieder machen. Ja, so machen wir es. Ich bin dafür, wir simulieren dieses Spiel mal, aber das macht das Ganze ein bisschen spannender. Und wir nehmen diesmal die normale Simulation. Und ich würde sagen, ich sei einfach mal leise in der Zeit. Sprachen lernen, Babbel. So, mal schauen. Der Schiri hat ihr drittes Gruppenspiel angepfiffen. Los geht's also. Eine interessante Konstellation, muss ich sagen. Ich bin gespannt. Pepic. Orhan Ademi. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Andreas Korfhosen. Jetzt Palacio. Ball ist jetzt wieder weg. Klasse Zuspiel. Den spielt er gut. Der ist noch heiß. Na, da war eine gute Chance. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Fängt diesen Ball ab. Nun Medel. Und nun Palacio. Er holt den Ball hier ganz stark. Anspiel kommt gut. Die Gelegenheit für die Flanke. Pepic. Da erobert er den Ball. Andreas Korfhosen. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Macht er das Tor? Oh. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Alter, halben Herzinfarkt. Das gibt einen Eckball. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Ja, setzt gut. Jetzt kommt der Schuss. Gut gedacht, aber dann geht der Ball doch ziemlich daneben. Jetzt Palacio. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Jetzt vielleicht. Und damit haben wir das erste Tor dieser Partie. Scheiße. Müssen wir doch selber nochmal. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Eingreifen hier. Ball nicht vergessen. Ahmed Engin.
Auf außen ist jetzt Platz. Wir müssen uns vor Augen halten, den Unentschieden reicht ja schon. Chance zur Flanke jetzt. Andreas Kofhosen. Scheiße. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Der Torhüter dirigiert seine Mauer. Das könnte jetzt gefährlich werden. Ich habe den schon drin gesehen, Muschi. Ja, aber nicht mit dem Verteidiger. Er kommt da tatsächlich noch vor der Torlinie. Die Gelegenheit. Und er geht nicht rein. Guter Versuch. Knapp daneben. Scheiße, jetzt Leute. Das war ganz wieder so ein Riesenfehler, aber das war's mit der Chance. Nichts da. Schönes Zuspiel. Ah, da landet der Ball dann doch beim Gegner. Jetzt ist natürlich die große Frage, sind wir wirklich raus? Rodrigo Palacio am Ball. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Und da ist der Ball wieder weg. Sieht gefährlich aus. Da ist die Chance. Oh, Leute. Oh, eine ganz starke Szene. Eine tolle Parade. Ecke kommt ins Zentrum. Da hat er die Chance. Oh, Leute. Haben beide Teams noch. Da muss jetzt was passieren, Leute. Wir schalten auf sehr offensiv. Aus der Kabine, kann weitergehen. Und dann haben wir die Gruppenphase bald auch schon geschafft. Ja, der Ball läuft perfekt. Kurze, schnelle Anspiele, immer wieder sehr souverän. Palacio. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Sieht vielversprechend aus. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch Boah, Leute. Lücke. Ich dachte gerade, der Super springt Volley, drüber. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Ahmed Engin. Auf außen ist Platz. Flanke jetzt. Sauer. Guter Vorstoß jetzt. Er zieht ab. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Ja, da müssen sie aufpassen. Und Ballverlust. Ball fliegt hoch ein. Nur Medell. Guter Pass jetzt. Leute, wir müssen uns hier konzentrieren. Gefährlich jetzt. Klasse aufgepasst vom Torwart. Eine gute Möglichkeit hier. Es gibt Hätten Ecke. Wir den nicht, ne? Super, wie sie da Druck machen. Mann, da warum... das ärgert das mich. Dass der nicht durchgekommen ist. Das war eng, aber er hat ihn. Janssen. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Ja, war klar. Schade, er wäre durch gewesen. Aber so wird abgepfiffen. Abseits. Und jetzt Medel. Palacio. Klasse, wie er da hingeht. Loch, Junge. Freistoß hier. Medel am Ball. Da geht er gut in den Zweikampf. Sie haben Platz. Ganz wichtig, dass Sie da zur Stelle sind. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Er geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. Sansone. Ach komm, Junge. Ist doch nicht wahr. Das könnte eine Gelegenheit werden.
Hereingabe. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Gleich hier der Wechsel. Bei der nächsten Unterbrechung dürfte es soweit sein. Ballgewinn, gefährliche Position. Die Gelegenheit. So nicht, Leute. Wie war das mit dem eigentlich nur unentschieden spielen? Vielleicht der Anschlusstreffer. Oh, Leute. Mann, da muss doch jetzt doch irgendwas passieren. Wann werden die denn wach? Klasse. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Klar, das gibt hier Einwurf. Klasse Leistung heute und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen. Sehe ich ähnlich. Er hat sich richtig in die Partie reingehauen. Und das ist die Chance jetzt. Boah, geht doch. Und sie kämpfen sich tatsächlich zurück in dieses Spiel. Noch ein Tor bis zum Unentschieden. 20 Minuten für ein Tor. In den letzten Minuten eigentlich unterlegen. Und auf einmal sind sie da. Nutzen ihre eine Chance. Eine super Aktion. Komm, Leute. Jetzt steht's hier 2-1. Eine enge Kiste. Oh Mann, ey, heul doch. Das macht mich gerade ein bisschen aufgeregt, dass wir hier nur noch 18 Minuten Zeit haben. Federico Santander. Schöner Pass. Ja, das war's doch jetzt, oder? Scheiße! Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. Sehr gute Pass. Ah, das heißt wahrscheinlich, dass wir raus sind. Auf außen ist jetzt Platz. Sauberes Tackling von ihm. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Guter Pass. Ey, da muss doch einer mal mitlaufen. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Da wollten die Fans einen Elfmeter. Chance zur Flanke jetzt. Ecke. Ja, wir sind raus, Leute. Wir sind raus. Es sei denn, die haben auch unentschieden gespielt. Jetzt kommt die Ecke. Wir hoffen jetzt mal, dass die nur unentschieden gespielt haben. Hier wurde auch Vorteil entschieden. Sehr gut. Wie lang geht, wie kurz da geht denn dieser Vorteil, Leute? Weißt du, bei denen geht er 3 Stunden, bei uns 2-1, stopp. Er holt den Ball hier ganz stark. Klasse Zuspiel. Ja, könnte was werden. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Ey, ich wollte den rüberspielen. Da müssen wir jetzt eine harte Niederlage hier noch 8 Minuten hinnehmen. Nicola Sansone. Hereingabe. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Jansen. Das ist ein vielversprechender Pass. Chance zum Anschlusstreffer. Ja, vielleicht ist hier noch was drin. Ja, das müssen sie jetzt ausnutzen. Vielleicht gibt ihnen dieses Tor nochmal einen Schub. Komm, bitte Leute, bitte, bitte, bitte. Jetzt die letzten 5 Minuten. Der neue Spielstand lautet hier also 3-2. Mitchell Dykes. Ich glaube zwar nicht mehr dran, dass das hier noch ein Sieg wird. Beziehungsweise eine Unentschieden. Immer wieder schön zu sehen. Das nennt man ballbesitzorientiertes Spiel. Guter Pass jetzt. Auf außen ist Platz. Da ist die Flanke.
Jetzt geht der Torhüter hier ganz vorne rein. Vielleicht kann er ja für Verwirrung sorgen. Er geht in den Strafraum. Oh, Pech. Der Ball geht in das Tor. Da fehlt nicht viel. Ein super Kopfball. Macht alles richtig. Und ich glaube, alle hatten hier schon den Torschrei auf den Lippen. Dominguez. Was? Stark gemacht. Das könnte was werden. Leute, nein. Der geht flach rein. Da war der Torhüter nicht schnell genug unten. 4:2 steht's damit. Hier ist einiges los. Ja, Leute. Ja, das war's. Viel Platz jetzt auf außen. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Und direkt die nächste Ecke. Wir hoffen mal, dass sie jetzt unentschieden gespielt haben. Ecke kommt rein. Schlusspfiff. Damit ist dieses Spiel also zu Ende. Scheiße, jetzt müssen wir hoffen, dass sie unentschieden gespielt haben. Leute, das hat uns gerettet. Bam, wir sind doch noch im Halbfinale. Ja, das seht ihr in der nächsten Folge. Seid gespannt, Leute. Haut rein. Ciao.